Mehr als 5000 Kilometer trennen seinen Studienort von seinem Studienobjekt. Den Weg von der Berliner Graduate School Muslim Cultures and Societies bis in die pakistanische Stadt Lahore hat Linus Strothmann schon mehrmals zurückgelegt, um einen Ort zu besuchen mit einer besonderen Magie. Mitten in der Stadt steht der riesige Schrein des für pakistanische Moslems heiligen Sufi Datta Gangi Baksh. Strothmann will die Besonderheiten dieses Platzes und die Art der Heiligenverehrung in Pakistan erforschen. Also alle verhalten sich sehr zurückhaltend und sehr freundlich und sehr andächtig. Die Leute sind oft sehr nach innen gewandt. Für den Geografen und Ethnologen aus Deutschland ist es eine allmähliche Annäherung. Mit seiner Kleidung passt er sich der lokalen Tradition an. Immer wieder reist Strothmann auch mit seiner Familie nach Pakistan. Das öffnet ihm viele Türen. Schließlich gelingt es ihm, so viel Vertrauen aufzubauen, dass er sogar im Inneren des Schreins fotografieren darf. Und er bemerkt, Pakistan, so wie es in den Köpfen der meisten Deutschen existiert, ist nicht das Land, das er vorfindet. Der größte Unterschied ist einfach der, dass hier das Image des Landes schon sehr verbunden ist mit so einer Täterrolle im internationalen Terrorismus und dass einfach vor Ort genau der umgekehrte Fall da ist, weil die meisten Leute viel, viel eher jemanden kennen, der bei einem Terroranschlag umgekommen ist, als jemand, der ihn verübt hat. Es sterben jedes Jahr an Terroranschlägen in Pakistan so viele Leute wie bei 9/11. Das muss man sich mal vorstellen. Die Wahrnehmung Pakistans in Deutschland zu verändern, gehört zu den Zielen, die Strothmann mit seiner Dissertation verfolgt. Die öffentlichen Debatten über den Islam beeinflussen auch die Forschung. Viele der Absolventen bereiten sich auf eine Tätigkeit in den Medien oder in öffentlichen Institutionen vor. Die Sprecherin der in der Exzellenzinitiative erfolgreichen Graduate School setzt auf den Sachverstand ihrer Studenten, mahnt aber auch zu besonderer Aufmerksamkeit. Es ist schwierig, weil man durch diese allgemeine Wahrnehmung in der deutschen Öffentlichkeit häufig in eine Position schon des Verteidigens gedrängt wird. Also plötzlich versucht, Dinge erklärbar und vielleicht sogar einsichtig zu machen, die man selber kritisch sieht. Da muss man sich eigentlich immer wieder selber beobachten und am Riemen reißen, um eine möglichst klare und in alle Richtungen, finde ich, kritische, einfühlsam kritische Position zu vertreten. Kritische Distanz und dennoch genügend Nähe. Diesen schwierigen Spagat muss auch Katrin Simon bewältigen. Ihre Quellen sind nicht arabische Texte, sondern Gespräche mit afroamerikanischen Muslimen. Ein Imam öffnete ihr die Türen zu diesen islamischen Gemeinden in den USA. Sie analysiert, warum dort der Islam die am schnellsten wachsende Religion ist und junge Afroamerikaner konvertieren. Eine meiner Thesen lautet, dass der Islam im Leben von Afroamerikanern in großen Teilen der Idee der protestantischen Ethik ähnelt. Der Islam wird im afroamerikanischen Milieu funktionalisiert, indem es geht darum, die Geschlechterverhältnisse zu regeln, klare Männer- und Frauenrollen. Es geht darum, dem amerikanischen System zwar eine gewisse Distanz gegenüber auszudrücken, indem man eben zu einer nicht als amerikanisch empfundenen Religion konvertiert, letztendlich aber mittels des Islam Zugang zu sehr amerikanischen Werten zu bekommen. Ein ungewöhnliches Thema auch in der international gemischten Gruppe der Berliner Doktoranden. Gudrun Krämer unterstützt gerade solche innovativen Ansätze. Man müsse die Globalisierung ernst nehmen und auch in Länder blicken, die bislang nicht im Fokus der Islamwissenschaften standen.